Immer noch ein sehr ungewohntes Bild, wenn ich hier so reinschaue, mitten in einer Stadt, irgendwo in einer Hecke. Der macht in Ruhe da vorne seine Wäsche und die Leute laufen hier alle mit Fackeln und erhöhter Alarmbereitschaft durch die Gegend. Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Aufnahme. Das Mädchen habe ich hier oben auf dem Dach geparkt. Da kann ich doch erstmal hier noch ein bisschen näher rangehen. Und wir schleichen uns hier quasi so unauffällig, wie es nur geht, über die Dächer. Wir haben hier zwei Leute. Also einmal einen Soldaten, einmal eine Zivilistin. Hier haben wir die Klamotten. Stimmt, wir waren das letzte Mal ziemlich fleißig. Da standen hier in der Nähe von Hayato standen, glaube ich, noch zwei Leute. Die haben wir auch unauffällig in der Hecke entsorgt. Ja, ja, doch, ich entsinne mich. Und hier drüben laufen ebenfalls noch einige Wachen. Wir können natürlich auch wieder versuchen. Hier sieht das allerdings jeder. Wenn wir sagen, wir schleichen uns mal darüber und machen das Licht aus, wenn ich so nah rankomme. Mal schauen, wer es entdecken wird. Ja, ja, natürlich, ein sehr starker Wind. Und jetzt aber schnell. Und da liegt er natürlich außerhalb der Reichweite. Man sieht schon, das war nicht ganz so gut gedacht wie, ja. Und damit sind wir wieder zurück. Ja, komm, gut, lassen wir das. Ich glaube, den Fail kann ich jetzt einfach mal drinnen lassen. Auf jeden Fall das Ganze nochmal. Theoretisch ist es ja möglich, die Leute hier mit dieser Lampe, diesem Kohleofen, was auch immer, Kohleofen vor allem, dieser Kohlenlampe, nein, das ist auch falsch, halt mit dem Ding, was leuchtet, wenn man das ausschaltet, dass man damit irgendwie die Leute anlocken kann. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was mache ich wo aus, um die Leute anzulocken? Der da ist natürlich ein bisschen weiter, ach ne, Moment, ich bin ja auch entlustig, ich kann auch das einfach mal ausmachen. Ich mache einfach mal das da aus. Irgendeiner wird sehen, genau er hier. Ah, natürlich, es sind zwei Leute, das ist natürlich wunderbar. Right. Sieht es noch ein dritter? Nein. Kenjutsu. Das ist jetzt natürlich schön, so wollte ich das eigentlich nicht. Wir machen das Ganze nochmal aus. Schau mal, es ist wieder ausgegangen. Interessiert das jemanden? Ja, genau, komm her. Ja, ja, der Wind war das natürlich. Distraction. Der, das soll mal in diese Richtung schauen. Oha, ich will nichts sagen, aber dafür, dass der erste Griff so in die Hose ging, war der zweite jetzt doch schon fast perfekt. Und da kommt der zweite. Speichere ich. Ich speichere es sicherheitshalber mal. Wir bleiben an dieser Position. Genau, ihn interessiert es nicht. Wir werfen hier mal einen Stein hin. Und ganz schnell verschwinden lassen. Die sind schon ein bisschen dusselig unterwegs, diese Wachen. Das habe ich an der letzten Aufnahme schon mehrmals festgestellt, aber dass es ja wirklich der Reihe nach so funktioniert. Lass schön die Finger von der Lampe. Nein, machst du das aus? Bist du wahnsinnig? Ich sage, mach das Licht aus und der andere, oh nö, ich könnte es ja mal anmachen. Der Typ ist schon sehr lustig unterwegs. Jetzt haben wir den hier erwischt. Ich mag da drüben, Moment, hier leuchtet doch auch noch irgendwo was. Kann ich das hier irgendwo ausmachen? Was leuchtet denn hier? Also wir können uns hier mal reinschleichen, aber hier, was ist hier denn am... Ach, eine Fackel oder sowas. Mist, die haben uns gesehen, die verstecken sich aber dort hinten. Das heißt, ich kann erstmal hier rüber gehen. Schön still. Schön still sein, meine Damen. Mach doch aus, damit uns jemand sieht, genau. Was? Dieser... der Ninja ist schon manchmal ziemlich lustig. Ich habe gar nicht gesehen, dass wir hier auch noch die Möglichkeit haben, Leute zu verstecken. Das machen wir doch direkt mal. Und mit ihr können wir jetzt mal von hier oben runterspringen. Uns die Verkleidung holen. Wir müssen bloß schauen, wenn hier gleich jemand vorbeiläuft. Die werden bestimmt sehen, dass auf einmal in der Gasse alle Lichter ausgegangen sind. Das wird fine. Let us continue. Uh-huh. You have been quiet lately, Hayato-san. Best I can do. No idea how you can be so calm. Like nothing happened. I was forced to master my emotions at a very young age. I am sorry if it bothers you. Ja, das Zurückhalten von Gefühlen ist natürlich in so einer Lage durchaus hilfreich. Auf jeden Fall, worauf ich schnell noch hinaus wollte, wenn wir hier alle Lichter ausmachen, fällt das früher oder später wahrscheinlich jemanden auf. Das da lassen wir einfach mal leuchten. Wird schon vielleicht erstmal reichen, dass wir noch halbwegs durchkommen. Dann sprinten wir mal hier und machen das da aus. Und dann rennen wir hier mal hoch und du gehst hier mal in dieses Haus. Und hier hinten, wie schaut's da? Eieiei. Der Kollege muss hier aber auf jeden Fall weg. Ach nee, warte mal, muss er nicht? Muss der weg, muss er nicht weg? Wir haben doch jetzt unsere Verkleidung. Jetzt geht es ja nur noch darum, die Leute hier irgendwie zu belauschen. Jetzt nur die Frage, welchen Trupp suchen wir uns aus zum Belauschen?
Und wie kommen wir hier denn eigentlich wieder hoch? So viele... Ach nee, stimmt, hier ging es hoch. Warte mal. Sieht der das? Interessiert den das? Ich glaube, es interessiert ihn nicht. Kann ich hier denn... Ach nee, hier kann ich auch hoch. Man konnte doch... Es dämmerte dunkel in meinen Erinnerungen. Irgendwo konnte man hier doch hochgehen. Was? Ob du nicht gut genug bist? Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber die kann ich dir leider nicht beantworten. Nein, hier war es nicht. Geh mal hier wieder runter. Wir müssen hier ebenfalls hoch. Ich glaube nämlich, es war hier an dieser Stelle. War das hier? Ja doch, ich glaube... Ah, ich glaube, ich habe die Stelle wieder gefunden. Dann sparen wir uns nämlich das ganze Versteckspiel hier durch die Stadt, indem wir unauffällig quasi über die Dächer entschwinden. Das Ding ist, wenn wir jetzt hier runterspringen, kommen wir nicht mehr hoch, oder? Ich suche mal hier meine Hervorheben-Taste. Nee, wenn wir hier runterspringen, kommen wir dann nicht mehr hoch. Es sei denn, wir gehen direkt über... Ach nee, doch, hier kommen wir hoch. Alles gut. Dann gebe ich hier wieder Entwarnung. Habe ich mir wieder völlig umsonst ins Hemd gemacht. Ach nee, Moment. Wir gehen hier runter. Aber wenn wir da wieder hoch wollen, an diese Position, müssten wir da außen rumlaufen. Na, ungern. Wir gehen mal hier ganz leise rüber. Und schleichen uns erstmal bis an diese Stelle. Und dann überlegen wir, wie wir dort weiterverfahren wollen. Da laufen zwei Samurai durch die Gegend. Ja, mit hm und hm ist eine Konversation tatsächlich ziemlich schwierig. Aber ich kann ihm diese Gesprächseinstellung quasi nicht verübeln, wortwörtlich. Wir springen hier mal alle zwei runter. Sie ist hier. Warte mal, wie machen wir das im Schloss? Wir müssen ja die Leute irgendwie belauschen. Du siehst mich nicht. Du schaust bloß hier genau dein Zeug an. Und jetzt muss ich überlegen, ich konnte doch mit ihr hier irgendwie die Leute belauschen. Also auch so, dass sie nicht entdeckt wird. Aber dazu müssten die erstmal wieder auftauchen. Und er hier muss dann irgendwie, ja, ich glaube, erstmal sich zurückhalten. Das heißt, mit ihr spazieren wir hier mal durch den Hafen, durch das Gelände. Es ist ja hier bloß ein Samurai-Duo unterwegs. Also bloß natürlich jetzt auch schon eher relativ gemeint, weil die zwei haben es auch schon in sich. Die zwei sind da. Und wir laufen mal in diese Richtung. Wie gesagt, die dürfen uns nur nicht sehen. Das Problem mit den Samurai haben wir ja nach wie vor, dass die unsere Verkleidung durchschauen. Das ist generell eher unschön. Ach nee, warte mal, ich glaube, jetzt, wenn ich wieder herkomme, gehen wir erstmal an diese Stelle. Lauf, 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 lauf. Ich glaube auch mit diesem Anzug, mit dieser Kleidung ist es ziemlich schwierig, halbwegs schnell zu laufen, wenn ich mir das einfach mal hier so als Bemerkung erlauben darf. Na, kommt erstmal ein bisschen näher ran. Ich möchte euch nur ganz unauffällig belauschen. Oh la la. Wir lauschen hier mal zu zweit. Das war knapp. Wir laufen unauffällig hinterher. Gleich haben wir es. No time to lose. So he's in that place. Hayato-san, let us find a safe spot and discuss what we have learned. Wo ist der Safe Spot? Ach, der war hier in diesen Häusern. Okay. Das heißt, wir müssen da irgendwie schnellstmöglich hinkommen. Das heißt, du kommst hier runter. Du kommst hier raus. Hier an diese Stelle. Kann ich mich mit beiden unterhalten oder bloß mit einem? Warte mal, das finden wir raus. Natürlich nur mit einem. Ja, die unterhalten sich hier. Siehst du das nicht? Ah, wir schauen mal, ob wir mit ihm da durchkommen. Irgendwie. Distraction. Another question, if I may. Wie hat der mich denn jetzt gesehen, frage ich mich. Oh, das ist die Hand. Warte mal, wo habe ich ihn hingestellt? Ach, wir stehen noch da oben. Ah, okay. Nee, so komme ich dann nicht. Ach, ich glaube, jetzt weiß ich es wieder. Pass auf, wir machen uns das Ganze ein bisschen einfacher. Ach nee, da kommen ja die zwei Samurai. Ich muss warten, bis die Samurai weg sind und dann weiß ich, wie wir das anstellen. Die Herren mögen bitte noch einmal eine weitere Runde laufen. Sie muss hier hoch. Alle zwei müssen hier erstmal hoch. Dass die Samurai-Kämpfer uns da nicht entdecken. Obwohl, ich könnte mit ihr auch wieder so schön ums Eck gerade laufen, wie wir es eben schon gemacht haben. Wo ist denn die Musik hin? Ich speichere sicher jetzt halber nochmal ab. Na, kommt heran und ich möchte den da mit einem Gespräch ablenken und dann können wir sagen, pass auf, wir schleichen uns da durch. Genau, unterhaltet euch dort. Ihr habt nichts mehr, was mich interessieren könnte. Verschwindet bitte, seid so gut.
Hier runter und sofort umziehen. So schnell wie möglich. Du kommst her, kommst her, kommst her. Moment. Er darf mit seiner Fackel natürlich nicht... Gut, das sollte gehen. Schön langsam. Oh, nein, 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 nein. Natürlich, der dreht sich an der Stelle auch nochmal um. Das heißt, das müssen wir so auch nochmal uns anders überlegen. Ach, weißt du was? Weißt du, wie wir das jetzt machen? Wir nehmen einfach mal ihn und versuchen, ihn da irgendwie durchzuschleusen. Das sieht niemand, oder? Ihr seid echt schlecht, Leute. Also ich möchte, also ich finde das gut, dass ihr das nicht seht, aber ihr seid echt schlecht. Okay, ist egal. Wir können damit arbeiten, würde ich sagen. Sie kriegen wir da relativ einfach durch. Na, geh weg. Ach ja, ich darf natürlich auch nicht in den Sichtkegel laufen. Langsam, langsam, langsam. Dann erstmal hier hin. Wir speichern mal. Natürlich, er kommt wieder in dieser Sekunde um die Ecke. Der schafft es aber auch immer gleichzeitig überall zu sein. Huch. Achso, ich dachte, da geht er hoch oder was, aber dem war gar nicht so. Und das Ganze jetzt nochmal. Schaut alle mal in diese Richtung. Du hast nichts gesehen. So, und sie kriegen wir fantasmäßig einfach dadurch. Hier runterspringen, umziehen und hoffen, dass die Samurai noch nicht in Reichweite sind, aber es schaut gut aus. Los, los, los. Guten Abend, die Herren. Betrachten Sie mich gar nicht weiter. Ich bin belohnt auf der Durchreise. Alles klar, wunderbar, Dankeschön. It appears that Masaru is enjoying himself at the public bathhouse. Bastard. No doubt he will have protection. Let us observe his movements. We may find an opportunity to isolate him from his entourage. After we take him, we must make a swift exit. I suggest we take the canal. A bath. I need a bath. So let's go. Schon hart, der Kerl. Einfach mal seine Verwandtschaft umbringen. No time to lose. Und nach dem Umbringen quasi der Verwandtschaft einfach so ganz normal, als wäre nichts gewesen. Spazieren wir doch einfach mal in ein Badehaus, lassen es uns gut gehen. Der Kerl wird mir mit jeder Sekunde unsympathischer. Aber wir wissen jetzt, was wir tun müssen. Wir müssen den Kerl irgendwie erwischen. Und was ich dazu schon sagen kann, ist, dass man hier natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten hat, den Kerl zu erwischen. Ich weiß, wird das hier irgendwo aufgegriffen? Nee, hier steht nur, wir sollen ihn auf keinen Fall töten. Schade, ich würde es ja gern anders machen, aber... Ja, ich kann mir ja schlecht selber in dem Sinne die Befehle geben. Was ich noch sagen wollte, war... Wird das hier irgendwo in dem Infotext oder Tipp irgendwo angezeigt? Ja, genau hier. Lauschen, das haben wir gerade eben gemacht, damit wir wissen, wo wir hingehen müssen. Hier ist das mit, genau, dieser Masseur, diese Routine, die hier in seinem, oder in seinem, sei schon, im Badehaus abläuft. Das heiße Wasser, das wurde hier schon angezeigt. Wir haben also verschiedene Möglichkeiten, entweder hier das Wasser zu manipulieren oder den Masseur unauffällig zu entfernen. Ja, irgendwie müssen wir das quasi organisieren, damit wir da durchkommen. Das ist zumindest jetzt mal der Plan oder der nächste Schritt. Und der da muss auf jeden Fall auch weg. Der ist auch schlau, dass er hier... Ne, gehst du in Deckung? So viel zum Thema, der ist auch schlau. So viel zum Thema, der ist auch schlau und nicht so schlau wie wir, denn wir laufen einfach mal ohne Deckung dahin. So, kann ich den jetzt hier runtergehen und ihn einfach da reinschmeißen? Das müsste auch theoretisch möglich sein. Schau mal. Ah, das geht wunderbar. Ich habe bloß gerade diesen grünen Bogen vermisst, der anzeigt, dass wir da Leute reinschmeißen können. Sie kann auch mal hier rauskommen. Er ebenfalls, teilweise eher an diese Stelle. Und dann und dann und dann und dann. Sie ist hier. Wo ist... Ach, sie möchte sich auch lieber hinstellen. Wir lassen sie ja so gern entdecken, habe ich das Gefühl. Hier sind auch Wachen untergebracht. Das wundert mich jetzt weniger. Und da ist natürlich direkt ein Samurai, der das Ganze bewacht. Natürlich, natürlich. Man könnte die Leute hier abfangen. Dazu müsste man hier aber alles freiräumen. Man könnte da hinten das Wasser
sage ich mal, manipulieren. Da kommt man hier auf jeden Fall auch hin dran. Oder wir gehen ganz nach hinten und holen uns den Masseur. Ich tendiere momentan eher zum Wasser, aber dazu müssen erstmal hier die ganzen Leute verschwinden. Zumindest die, mit denen wir es hier zu tun haben, dass wir da halbwegs durchkommen. Warte mal. Hoffentlich sieht der mich jetzt nicht. Na, das war jetzt aber einfach nur hochgepokert. Damit ist schon mal die nächste Wache weg. Kann ich da runterlaufen? Ja, doch, da kann ich runterlaufen, ohne dass er mich sieht. Wunderbar. Hier mal hin und den da reinschmeißen irgendwo. Ja, machen wir es hier, oder? Nee, hier geht's nicht. Maus, wirst du wohl so gut sein. Ich danke dir. Einmal da runter. Nee, ich sag dir zwar einmal da runter. Ach, da ist wieder mein grüner Wurfbogen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall die Anzeige, dass ich den loswerden kann. Schwer zu sagen, wie wir das machen. Ah, nee, ich weiß, wie wir das machen. Dazu müssten die anderen auch weg. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich erstmal nur von der anderen Seite ran. Das heißt, für mich im Umkehrschluss, wir müssen natürlich erstmal wieder ein bisschen improvisieren und hinten mal das Bad freiräumen. Kommt doch alle mal hier ins Wasser. Bist du, Mädel? Jetzt, Moment. Du bleibst hier und du sollst einfach bloß da runterspringen. Genau, hier in diese Position und springen mal hier runter. Wir müssen erstmal hier unten ein bisschen was frei machen, damit wir hier an Land gehen können. Da laufen aber auch sehr viele rum. Das wird interessant. Da ist sogar eine dämliche Fackel noch. Warte mal. Weil sie kann ich auch da nicht durchschicken. Denn durch den Samurai wirkt ja unsere Verkleidung nicht. Und hier drüben haben wir ebenfalls zwei Samurai im Eingang. Das ist ziemlich schwierig bis unmöglich. Hier kommen wir aber auch nirgendwo hoch. Das heißt, theoretisch... Wie kam ich denn hier hoch? Eine berechtigte Frage. Oder muss ich doch etwas weiter drüber ansetzen? Wir schauen mal, wie wir da am schlausten durchkommen. Eine kleine... Ach nee, warte mal, natürlich. Wir können erstmal bis an diese Stelle gehen, ohne dass wir entdeckt werden. Und er stellt natürlich wieder direkt hin. Sie auch wunderbar. Kann ich mich hier umziehen? Ich teste das mal. Moment. Okay, nee, dabei werden wir entdeckt. Aber ich kann natürlich auch das... Umkleiden nicht unterbrechen. Haben wir jetzt wieder Musik? Oder war die Musik gerade eben schon da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der da kann sehr weit gucken. Das ist natürlich eher unschön. Ha, natürlich. Moment. Ich kann doch mitdenken. Pass mal auf. Wir schmeißen hier mal einen Stein hin. Und dann kann ich mit ihr sagen, zieh dich doch mal ganz schnell um. Ganz schnell. Wunderbar. It will only take a moment. Very well. Let us proceed as planned. How do you do it, huh? All that talking, bowing, smiling. After all that happened. If a woman does not surround herself with walls, she dies. All women learn this. If we must feel, we must do so in secret. That's... I want to kill that bastard Masaru and his father. We cannot afford the luxury of rage, Hayato-san. Let my words be your walls. Reserve the cold hatred of revenge for when the time is right. Damn. All right. I'll follow. Also ich bin ja doch sehr stark dafür, dass wir einfach, wie soll ich sagen, diesen Rachefluss einfach rauslassen und die Leute einfach der Reihe nach platt machen. Das wäre so mein Vorschlag. Da kommt jetzt wieder dieser Strohhut angelaufen. Sobald der in die andere Richtung geht, können wir den am besten abwerfen, würde ich sagen. Das geht am schnellsten. Das dürfte auch niemand sehen oder hören, theoretisch. Der würde das gar nicht sehen, ne? Und los. Schön still bleiben, mein Freund ist zu viel gesagt, aber schön still bleiben. Einmal. Was machst du denn? Du sollst doch bloß ihn da reinschmeißen und danach gehen wir hier und machen das aus. Und das ziemlich schnell. Gut. Das Feuer ist ausgegangen, das ist es nicht wert. Ah, der Kollege hat's drauf. Hier unten sieht mich aber niemand. Ne, die Zivilisten können zum Glück nicht so weit schauen. Dreh dich um. So, du gehst hier hin und du kommst zurück und hebst ihn auf. Und dann müssen wir hier mal ein Stückchen weitermachen. Ullala, schnell zurück. Schnell. Das war wahrscheinlich knapp. Wieso springt er jetzt noch mit rein? Ich finde es so gut, dass du dich hier in einem Bad auch um Körperhygiene bemühst. Aber wir haben hier ja wahrscheinlich saubereres Wasser, obwohl die ganzen Menschen, die da drin sind, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier draußen in diesem Flusswasser
Wie auch immer, spring doch nicht jedes Mal da rein in der Kurzfassung. Das würde hier jeder sehen, aber pass mal auf. Pass mal auf. Was jetzt hier niemand sehen wird.